Ich bekam die Nachricht früh am Morgen, dass die Synagoge brennt. Ich kann nicht mehr sagen, von wem diese Nachricht kam, aber ich nehme an, dass es der Verteiler gewesen sein wird von der Zeitung oder vielleicht auch der Milchmann, der damals ja noch kam. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall habe ich mich angezogen, so schnell ich konnte, bin in diese Stadt gerast, zur Synagoge, beziehungsweise zu den beiden Gemeindehäusern, die an der Seite der Synagoge standen. Und habe gemeint, ich müsste dort also jetzt irgendwas in Sicherheit bringen, an Papieren oder anderen Sachen und so. Das war meine Meinung. Und bin also dahin gesaust, bin reingegangen, bin ins Gemeindebüro hinein und dann war die Falle zu. Da war die Gestapo in der Gemeinde drin und wühlte da bereits in den Akten rum und machte sich da breit. Es war also offensichtlich, demnach war das also klar, was da los war. Das habe ich aber erst mitbekommen in dem Moment, wo ich an die Gemeinde kam, also ins Haus hineinkam. Eher habe ich das gar nicht gesehen, was da passiert war, was da wirklich war. Jetzt ist ja dann in dem Moment, wo Sie zum Gemeindehaus gekommen sind und die Gestapo gesehen haben, wie Sie gerade sagten, haben Sie in dem Moment kapiert, was los war. Damit ist ja eine neue Qualität eingetreten. Sie haben ja vorher gesagt, dass Sie vorher nicht so viel an offenen Aggressionen, Ausschreitungen miterlebt haben und einmal hat sich das Blatt gewendet. Ja, schauen Sie, da ist natürlich eine absolute Wendung passiert. Zunächst mal hat man uns ja nicht, uns Gemeindeangestellte und auch die anderen Männer in unserer Stadt nicht in Ruhe und Frieden gelassen. Denn wir wurden ja also in diesem Tag also festgehalten. Die Leute, die in der Gemeinde waren, die wenigen Männer, die wurden also sofort so schlecht behandelt wie nur möglich. Wir durften da mit Torrallen im Hof rumziehen und alles Mögliche. Und am Ende nahm man uns fest und führte uns ins Polizeipräsidium. Wir wurden also sofort verhaftet. Und am selben Tag sind ja auch eine Unmenge anderer Männer auch verhaftet worden. Und was aus den Verhaftungen geworden ist, ist auch klar. Wir wurden also nach Buchenwald transportiert. Das war also die erste Gewalttat, die alle Männer erlebten. Vorher waren einzelne Fälle bekannt geworden. Dass Buchenwald kein Sanatorium war, ist klar. Aber mehr oder weniger sind wir dann alle nach mehr oder weniger langer Zeit rausgekommen. Bei mir waren es 6 Wochen. Bei anderen war es weniger, bei anderen war es länger. Das war mehr oder weniger Willkür. Teilweise haben sie sich wohl ein bisschen danach gerichtet, ob jemand älter war und ob er beim Militär war, ob er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Am Ende sind mehr oder weniger alle wiedergekommen. Das war natürlich eine grundsätzliche Wende. Von da an war natürlich das ganze Problem öffentlich und publik. Und da haben also auch die Bevölkerung angefangen, sich zurückzuziehen, so gut sie konnte. Da waren wir, von da an waren wir also wirklich isoliert. Das kam plötzlich durch diese Aktion.